Willkommen zurück zu Cyberpunk. Wow! Was? Was ist hier los? Willkommen zurück zu Cyberpunk. Irgendwas ist ja explodiert. Okay. Ich war es nicht. So, mich kurz sammeln. Was wollen wir machen? Wir hatten ja was vor. Ich habe in der letzten Folge hier mir die Belohnung abgeholt bei dem Ripper Dog und mal bei der Gelegenheit ein paar Sachen gekauft. Ein neues Betriebssystem mit viel mehr RAM. Ich weiß gerade, wie viel Quicksacks ich da machen kann. Ja, Mörder viel XP. Geiler Scheiß. Einfach so. Aber das wollte ich nicht machen. Das machen wir nebenbei. Ich wollte mein neues Betriebssystem dann auch mal ordentlich ausnutzen. Weil das hat jetzt 4 Slots für Quick Hacks. Das davor hatte nur 2 Slots. Da musste ich mal ein bisschen wechseln. Dann gucken wir, welche wir nehmen. Also Überhitzen hat sich als super rausgestellt. Überhitzen ist gut gegen menschliche Gegner, die dann Brandschaden bekommen. Steht auch hier schon weniger effektiv gegen Drohnen, Mechs und Roboter. Da wäre was anders für. Gegen die ist zum Beispiel Kurzschluss gut. Sonst steht aber gar nicht jetzt so ein Schadenswert, oder? Da oben steht 39 die Sekunde. Ah doch, da steht es ja doch. Ich habe falsch geguckt, okay. Also er macht 39 Damage die Sekunde und hält 7 Sekunden. Das ist sogar nicht wenig. So, was haben wir noch an Damage-Sachen? Die 2 Schadens-Quick-Hacks laden wir nach oben. 167 auf einmal. Macht aber halt ja, mittleren Schaden und bei Drohnen, Max und so weiter mehr. Also haben wir jetzt einmal Feuerschaden oder Thermalschaden, da steht es ja, und einmal Schockschaden. So. Audio-Schock ist natürlich ganz cool, dann kann man sich vielleicht besser anschleichen. Ich würde trotzdem einmal auf jeden Fall Ping mitnehmen, weil ich das irgendwie noch ein bisschen ausprobieren möchte. Es hat noch nicht so ganz geklappt, wie ich das mir vorstelle, aber jetzt haben wir noch welche mit 4 Speicherkosten. Das sind also tendenziell wahrscheinlich stärkere Hacks. Man sieht hier unten nur die Speicherkosten, unten links in dem Kasten 3 Speicherkosten, 3 und das ist nur einer der Ping. Audioshock hat auch 3, hält 42 Sekunden, ziemlich lange. Cyberwehrstörung, kann Bewegung und Resistenzen ausschalten. Macht jetzt per se keinen Schaden, aber kann eben die angegebenen Sachen vorübergehend blind oder die Waffe blockieren. Vorübergehend unbenutzbar. Stehen ja 2 Sachen. Also vorübergehend unbenutzbar oder eine Fehlfunktion. Oder und eine Fehlfunktion. Ist ja nicht so, dass der 42 eine Waffe nicht benutzen kann, 42 Sekunden, sondern irgendwas gemischt. So, wir nehmen mal. Das ist natürlich eigentlich ganz gut, wenn man in den Nahkampf möchte. Aber kann natürlich auch sonst nicht schlecht sein. Optik Neustart. Ich nehme mal das mit rein. So. Okay, jetzt haben wir halt hier das mal abgegradet. Sehr gut. Und ich habe halt, wie viel RAM hat jetzt das Betriebssystem? Können wir mal nachgucken. 9, das ist halt schon krass. Noch gesehen, hier oben links sieht man das, unter der Lebensleiste. Das ist schon ziemlich gut. Also nur auf den, mit den Cooldowns achten. So, und das zweite, was ich jetzt noch angehen wollte, ich wollte noch ein bisschen Nebenmissionen machen, aber ich wollte mir auch mal das mit dem Crafting anschauen, weil das Inventar wird langsam ein bisschen voll. Und dann auch mal Sachen auseinandernehmen, wie das funktioniert. Zum Inventar relativ einfach. Ich gehe halt sicherlich hier auf meinen Rucksack und sehe meinen ganzen Shit hier, ganz schön viel. Und dann kann man das zerlegen. Aber das will ich nicht machen, wenn ich nicht auch viel fürs Zerlegen bekomme. Und dann gucken wir bei Itemherstellung. Ein Punkt haben wir noch. Also wir haben jetzt hier schon gemacht. Erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Und erhalte beim Zerlegen eines Items eine Chance von 10. Bis jetzt mit dem nächsten Skillpunkt 15% eine Gratis-Komponente derselben Qualität zu erhalten. Und das ist jetzt zum Sachen herstellen. Ich mache erstmal das und dann zerlege ich mal ein paar Items. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich auch die richtigen Sachen angelegt habe, dass ich nicht was zerlege, was besser ist. Ich will ja eine Pistole, ein Maschinengewehr und eine Shotgun anlegen. Das sind halt so die Waffen, die ich mit habe. Ich habe nur Powerwaffen, da habe ich auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Langsam komme ich in das Spiel rein. Es hat ein bisschen gedauert, muss man wirklich mal sagen, weil das Spiel einen am Anfang etwas erschlägt mit verschiedenen Sachen, die alle möglich sind.
was es alles gibt. Aber jetzt kommen wir langsam rein, zum Beispiel mit Power, Tech und Smart Waffen. Smart Waffe habe ich noch gar nicht, könnte ich jetzt benutzen, weil ich eben beim Ripper Dog war. Aber kann ich das noch irgendwie Kategorien sortieren, dass ich sage, ich will jetzt gerade nur Tech-Waffen sehen oder nur Power-Waffen? Das geht anscheinend leider nicht. Das wäre nochmal ganz gut, dass ich sehe, was habe ich denn für Tech-Waffen? Ich will nochmal ganz kurz schauen, nicht beim Charakter. Erlaubt es, Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht die Panzerung um 5%. Aber ich habe jetzt noch nicht per se... Also ich kann Tech-Waffen benutzen, aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie ein Talent dafür. Oder ein Perk, sagen wir mal. Mit Pistolen habe ich schon Level 3. Gewehre bin ich noch nicht ganz so weit. Ich überlege mich auch, wie ich noch zwischendurch ein bisschen leveln kann und die Sachen ausbauen. Das heißt, ich denke, wenn ich Tech-Waffen verwende, dann steige ich da auch Techie-Level auf. Deswegen würde ich das Tennis hier auch ganz gern machen. Gucken wir mal ganz kurz. Ist das Revolver? Was waren denn noch Tech-Waffen? Ich hatte auch mindestens eine Tech-Waffe. Tech-Pistole hatte ich. So, die Tech-Pistole hat ein bisschen weniger Schaden pro Sekunde als die Power-Pistole gerade. Was kann die denn sonst noch? Kann aufgeladen werden. Dies mit dem kann aufgeladen werden, verstehe ich noch nicht ganz. Das ist auch einer der Punkte, die ich noch nicht so ganz raus habe, ehrlich gesagt. Aufladezeit 1,5 Sekunden. Ich weiß aber nicht, wie man die auflädt. Das probieren wir doch einfach mal. Wir machen mal ein bisschen so eine Kennenlernrunde. Hier beim Tinder-Date. So. Wir lernen uns erstmal ein bisschen kennen. Jetzt habe ich die Pistole. Das ist jetzt doch die Tech-Pistole. Okay, ich kann einfach nochmal schießen. Wie kann ich den aufladen? Oh, Entschuldigung. Da hinten wird geschossen, aber bei mir seid ihr dann sauer oder was? So, schneller Nahkampfangriff. Wie lade ich die auf? Rechts, ich kann halt mal zuhauen noch und ich kann nachladen. Ich speichere auch einfach mal, dann wenn ich meine Munition verballer und so. Wie kann ich denn den Schuss aufladen? Da steht, kann aufgeladen werden. Dann gucken wir doch mal in die Tastenbelegung. So. Nächste Waffe, erste Waffe, dritte Waffe. Schießen, ziehen, Schnellangriff, nachladen, Cyber-Systeme, Kampfgadget. Ja, da steht schon mal nichts. Panzer, Hauptkanone, okay, das sind Fahrzeuggeschichten. Benutzeroberfläche. Scannen, ja. Das Smart Caps Lock, das wissen wir alles. Benachrichtigung öffnen, Telefon öffnen, Verbrauchsgut, Cyberware, das haben wir alles. Nachladen. Schneller Angriff, zielen, schießen. Vielleicht indem ich ziele? Ach doch, ja, guck. Ja, könnte man auch mal erklären. Aber wenn ich und dann gedrückt halte. Und wenn er sich auflegt, glaube ich, den Schuss lässt automatisch los nach 1,5 Sekunden. Ich weiß nicht. Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich ein bisschen, wie die funktionieren. Ich ziele und das dann gedrückt halte. Okay. Gut, sind wir einen Schritt weitergekommen. Manchmal muss man sich die Zeit nehmen. Im Let's Play merke ich das immer wieder. Ich nehme mir manchmal nicht die Zeit für bestimmte Sachen, weil ich dann irgendwie immer denke, ja, es ist auch nicht so spannend zum Zuschauen. Irgendwie mache ich es dann ja doch, aber... So, habe ich noch mehr Tech-Waffen? Tech-Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr muss ich unbedingt merken, dass ich das habe. Das kann für manche Situationen durchaus gut sein. Power, Power. Dann wird der Schaden pro Sekunde aber auch schon sehr niedrig. Das Scharfschützengewehr hat nicht so viel Schaden pro Sekunde, aber der einzelne Schuss macht halt viel. Okay, also damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Noch ein Aufsatz drauf. Kann ich dann hier den Aufsatz rausnehmen aus der anderen Pistole? Sehe ich denn irgendwo, wenn ein Aufsatz drin ist, dass ich das nicht... Ich habe, glaube ich, noch eine andere Waffe, wo ein Aufsatz drin ist, den ich aber dann lieber hier rein tue. Aktion gesperrt. Okay, auf die Mündung kann ich machen. Da steht auch gar nichts dabei. Irgendwie steht unten immer was. Das ist auch so eine Sache hier zum Beispiel. Das ist, finde ich, allgemein ein Problem von dem Spiel, das ist zu wenig erklärt. Manchmal muss man ja Entscheidungen treffen, zum Beispiel jetzt hier. Ich will eine Mündung draufschrauben. Was macht die? Hier steht halt nochmal klar, Schadensmultiplikator von 2, wenn du aus der Tarnung angreifst.
Und dann Schalldämpfer verringert den Schaden um 30%. Das steht ja schon irgendwie da, aber es ist halt immer so versteckt. Also allgemein mache ich 30% weniger Schaden. Und aus der Tarnung 2. Also es könnte aber, finde ich einfach immer so, der Text erklärt das dann schon, aber das ist so, finde ich, für einen Tooltip. Zum Beispiel hier, genauso müsste es halt sein. Hier hast du ja, das ist, was ich meine. Hier steht halt, ne, ganz klar, 0,02% weniger Zeit fürs Zielen plus 0,18 Reichweite. Und hier müsste der Tooltip genauso aussehen, eben minus 30% Schaden. Und dann halt die Effekte. Das ist halt so eine Mischung, finde ich. Manchmal steht es im Text, wie so, das sieht aus wie ein Flair-Text. Und manchmal steht es in so einer Art richtigen Tooltip, in so einer Liste mit Effekten. Und das finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn das so inkonsistent ist, meiner Meinung nach. Finde ich, das kann man das besser machen. So, wir legen jetzt mal die Tech-Pistole an. Da kann ich, und hier zum Beispiel, warum kann ich jetzt hier keinen Aufsatz drauf machen? Da steht auch 1 drin, als wäre 1 verfügbar. Jetzt geht's. Ich habe das gleiche gedrückt wie vorher auch. Okay, es geht. Okay, da fragen wir nicht. So, was ich jetzt noch ganz kurz checken möchte, ist Folgendes. Das Tech-Pistole. Man sieht doch hier anhand der Slots, genau, ob was belegt ist. Das hat doch hier, die Waffe hat 3 Slots. Freier Mod-Slot noch, Zielfernrohr und Mündung. Um das zu zeigen, genau. Und man sieht dann hier immer, ob das belegt ist. Sehr gut. So, und jetzt die zum Beispiel, das Power-Präzisionsgewehr. Kann ich die Sachen wenigstens rausnehmen? Ja. Den Mod kann ich nicht rausnehmen. Das ist auch komisch. Das Zielfernrohr konnte ich hier rausnehmen. Und hier ist irgendwas drin, das kann ich nicht rausnehmen. Ist gesperrt. Vorhin stand auch gesperrt, aber dann hat es dann doch funktioniert. Egal. Nee, das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich nur. So. Wo ist meine Tech-Pistole? Ich sortiere nochmal nach SPS. Ach, die Zeit nehmen wir uns jetzt mal. Nach Schaden pro Sekunde. So. Das zweite eben, ich will halt 3 verschiedene Waffen nehmen. Ein Sturmgewehr. Auch hier Schaden pro Sekunde sortieren. Präzisionsgewehr, würde ich mal denken, verbraucht die gleiche Munition wie ein Sturmgewehr. Das ist halt Gewehrmunition verbraucht. Und die ist halt besser, die Waffe. Auch selbst wenn ich noch nicht das volle Potenzial freigeschaltet habe. Das ist, die Frage wäre jetzt auch, ich gehe mal davon aus, dass der Schaden, der aktuell angezeigt wird, der Schaden ist, den ich mit der Waffe mache. Und wenn ich halt das, wenn ich Konstitution 6 habe, habe ich das volle Potenzial freigeschaltet, dann ist die halt noch besser als das, was gerade da steht. Ich lege die mal an, mal gucken, ob das stimmt. Ich meine, gut, da steht 124 SPS. Dann nehmen wir das so. Ich tue mal irgendwas hier drauf. Was haben wir das? Zeit fürs Ziehen und Reichweite. Zack, rauf da. Das wird das irritiert benötigt. Was muss eigentlich hier, was ist eigentlich hier benötigt? Warum schimpft er da? Also hier steht ja zum Beispiel volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6. Okay, verstehe ich. Da benötige ich irgendwas, um das besser nutzen zu können. Ich hoffe, dass ich es richtig verstehe und der Wert, der angezeigt wird, ist der, den ich mache. Und das volle Potenzial könnte ich nutzen, wenn ich Konstitution 6 hätte. Oder ich könnte dann die Aufsätze nutzen. Steht hier eigentlich irgendeine Reichweite, nur mal, weil die Reichweite erhöht wird? Das ist doch hier ja auch komisch, wenn ich das nicht gerade übersehe. Steht ja keine Reichweite da. Aber man erhöht die Reichweite. Das ist dann so auch eine Information, die ich dann doch bei der Waffe gerne hätte. Was ist denn die Reichweite? Und okay, aber jetzt hier zurück zur Tech-Waffe. Da steht jetzt auch benötigt, aber da steht ja überhaupt nicht, dass ich irgendeine Anforderung nicht erfüllen würde. Steht ja gar nicht da. Eigentlich habe ich ja das, was man für Tech-Waffen braucht, habe ich ja geskillt. Und hier ist auch nirgendwo eine Fehlermeldung, aber in der Übersicht steht benötigt, als würde ich irgendwas nicht erfüllen, um die richtig zu nutzen. Sehr seltsam.
ignorieren wir jetzt an der Stelle, sonst hängen wir ewig fest. Und ich werde jetzt mir noch eine schöne, eine bessere Shotgun hier anlegen. Keine Mods, aber so ein Zielfernrohr braucht man eine Shotgun auch nicht unbedingt. Und dann bin ich mit den Waffen erstmal zufrieden. Ich würde auch Waffen anlegen, damit ich ihn dann zerlegen kann. Der Rest sieht auch alles ganz gut aus, so weiter. Das Punk-Tanktop. So, kann ich noch besser anlegen. Das mache ich jetzt mal nicht. Und das Letzte, was ich jetzt noch machen möchte, wenn wir jetzt hier gerade mal dabei sind, eben, ist, habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe noch 2 Tributspunkte sogar, die ich noch verteilen könnte. Können wir noch machen. Aber ich will jetzt mal ein paar Items zerlegen und mir das genauer angucken. So, wir gehen ins Inventar dafür, in den Rucksack. Und dann kann ich das eigentlich auch hier machen. Das ist ein bisschen übersichtlich, jetzt, dass ich hier nicht alle Waffen mir angucke. Halt zerlegen, genau. Die halt irgendwie nicht so speziell sind. Das ist jetzt ein... Ich sortiere die auch mal nach SPS. Dann kann ich die schlechten am ehesten zerlegen. Das ist ja nicht mal... Man sieht in der Farbe daneben, ob das jetzt grün ist selten. Nee, ungewöhnlich heißt das. Blau ist... selten, so ungewöhnlich selten. Und dann gibt es noch legendär und noch was. Weiß ich gar nicht genau. Es gibt noch gelb oder orange. Und vielleicht lila. Gab es nicht noch lila? Oder ist das lila? Soll das blau sein? Egal. Wir zerlegen mal ein paar Sachen. Und schauen, was wir dafür bekommen. Das, die Maschinenpistole brauche ich jetzt nicht. Halten zuerst, das ist eine andere. Ungewöhnliche Itemkomponenten. In dem Sturmgewehr, das mache ich, muss ich mal eben kurz ausrüsten, damit ich das. Damit ich nur den Aufsatz rausnehme. Da hatte ich gerade gesehen, dass da noch ein Aufsatz drin war. Er springt dann manchmal auch so hoch, das ist ganz komisch, wenn das mit dem. Das ist auch nicht gut gemacht, das weiß nicht, ob der Zuschauer so versteht. Aber wenn er jetzt hier. Wenn ich das jetzt zerlege, dann springt er automatisch nach oben, weil das einen Scrollbalken hat. Und dann fängt er schon an, die nächste zu zerlegen irgendwie. Das ist so ein bisschen. Also etwas weird. Oh, das Scharfschützengewehr darf ich nicht zerlegen, genau. Sturmgewehr kann ich zerlegen. Eine Schrotflinte behalte ich. Behalte noch ein paar Sachen. Powerpistole, also Pistolen brauche ich jetzt keine andere. Ganz kurz gucken. Das ist ein Präzisions. Ich behalte mir noch einen. Das habe ich eine schon zerlegt. Behalte ich mal das eine Sturmgewehr noch, falls da irgendwas komisches mit dem anderen. Maschinenpistole. Scharfschützengewehr, Sturmgewehr. So, wir haben noch eine. Ein Powerrevolver. Der ist golden, aber ansonsten ist auch nichts Spannendes, oder? Die Schrotflinte kann ich auf jeden Fall zerlegen. Die andere ist eine Schrotflinte, so. Ja, die zerlege ich jetzt einfach mal. Das Gute ist, dass auch dann das Inventar gleich ein bisschen leerer wird und man nicht mehr so viel Scheiß mit sich rumträgt. Guck, jetzt wird auch nicht mehr benötigt angezeigt. Das ist manchmal, ich glaube, das spinnt einfach noch ganz schön. Leider. So, dann zerlegen wir mal alles Mögliche, was wir jetzt nicht brauchen. 33 Pässe und die Jacke behalten wir. 33 Panzerung. 30 Panzerung ist auch ein bisschen weniger. Hat noch diese negative Statuseffekt-Geschichte. Egal, das zerlegen wir mal. Und dann gucke ich mir mal an, was wir theoretisch daraus machen können. Das Bustier stand mir ganz gut, fand ich. Ganz kurz gucken, was hat das? Ausgewähltes Scav-Kampfhemd. Ja, weg damit. Auch ein Scav-Kampfhemd, Kämpfhemd, sage ich immer. Sowas wie die Zaubermädchen in Kingdom Come Deliverance. So, wir haben noch einen Tanktop mit 86. Ja, das Longsleeve muss weg, so schön war es auch nicht. Da haben wir lieber das T-Shirt an. Bustier, ja, ist alles ganz lustig, aber das passt mir jetzt auch nicht so gut. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? So ein komisches Tanktop. Anti-Chem-Schicht. Aber es ist nicht so, dass speziell irgendwie chemischer Schaden oder so abgehalten wird. Weg damit. Das Lieblingsshirt behalten wir natürlich. Und damit noch eine Variante davon. Das Tanktop hat ganz schön viel Panzerung. So, okay. Gasmaske. Falls es mal schwer wird, nehmen wir das dann doch mit. Die Mütze habe ich im Lager. Hose haben wir nur eine. Stiefel.
Polyamid, bla bla bla, Titanschicht, aber sind eh nicht besser, als die wir tragen. Können wir mal ruhig auflösen. So toll sahen die auch nicht aus. Verstärkte Büroschuhe, die Sneaker, ne, brauchen wir auch nicht. So. Kleidungsset. Arasaka Schutzanzug. Weiß nicht, das behalte ich mal. Vielleicht brauchen wir es irgendwie storymäßig nochmal. Können auch Cybersachen zerlegen eigentlich. Das geht, glaube ich, prinzipiell kann man sich zumindest Sachen herstellen. Aber zerlegen, keine Ahnung. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir natürlich noch, das sind die ganzen benutzbaren Sachen. Jetzt haben wir noch Junk-Items. Kann ich Junk-Items auch mal selber zerlegen? Ja, man kann Junk-Items selber zerlegen. Gibt es auch einen Skillpunkt für. Dass er die automatisch zerlegt, das gebe ich ihm dann sonst noch. Das machen wir mal. Genau, und das letzte ist jetzt Item-Herstellung. Gucke ich mal ganz kurz in Charakter. Item-Herstellung, seltene Items, Junk-Items automatisch zerlegt. Da kommen jetzt so die besseren Sachen. Dafür brauche ich erst noch ein paar Skillpunkte und dann gucken wir uns das mal an. Item-Herstellung. Alles okay, Dude. Alles okay. Ich habe gerade noch Erfahrungspunkte gekommen. Das will ich mal ganz kurz anschauen. Itemherstellung. Also das Zerlegen bringt einem auch schon Sachen. Bringt mir auch schon Level. Was ist das nächste hier? Level 3. Tech-Panzerung 3. Und hier Vorteilspunkte. Kann ich auch gebrauchen. Verringert Herstellungskosten. Okay. Ich würde sagen, damit bin ich erstmal zufrieden. Hab ein bisschen was gemacht. Das mit dem... Okay. Das mit dem Herstellen schaue ich mir dann noch mal genauer an. Und dann gehen jetzt ein paar Missionen an. Ich würde sagen, auch wir machen einfach hieraus so eine Extra-Folge, dann benenne ich die so. Wen das hat nicht interessiert, der weiß dann gleich Bescheid, dass das hier gar nicht so spannend ist. Und kann das überspringen und verpasst nichts. Und in der nächsten Folge machen wir ein bisschen Nebenmissionen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wer zugeguckt hat, ihr seid besonders toll übrigens. Ne? Wer sich auch für solche Sachen interessiert. Ne? Nicht immer so rumballern und oberflächlich alles, sondern hier schön mal ein bisschen in die Details einsteigen. Ist bei so einem Spiel auch wichtig. Also ihr seid super, die ihr das gehört habt. Aber nicht weitersagen, denn sonst hören die es auch. Leute, die das nicht hören sollten, hören das auch. Die nicht von alleine super sind, sondern nur gesagt haben, hör dir mal das Video an, dann bist du super. Sondern nur ihr, die es von alleine gehört habt. Ihr seid super, auch die jetzt am Ende des Videos noch da seid. Ihr seid noch superer. Und das könnt ihr euch einfach so in den Kühlschrank hängen, aber nicht weiter sagen. Das ist geheim. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Cyberpunk. Bis dann.